Was ist der beste und billigste Weg, die Natur für den Kampf gegen den Klimawandel nutzbar zu machen? Der Schutz und Wiederherstellung der Feuchtgebiete der Welt, ihrer Moore und Seen, Mangroven und Sümpfe, Torfmoore und Flüsse, Gezeitenwatten und Überschwemmungssümpfe. Was ist der beste Weg, um extremen Überschwemmungen und Dürren in einer sich rasch erwärmenden Welt zu begegnen? Welche Ökosysteme mit großer biologischer Vielfalt verschwinden schneller als Wälder, wurden aber bisher vom Übereinkommen über die biologische Vielfalt kaum beachtet? Die vielen ökologischen Vorteile, die die Feuchtgebiete der Welt bieten, werden in Diskussionen über den Klimawandel und den Schutz der biologischen Vielfalt zu oft vernachlässigt, von Wissenschaftlern, Naturschützern und politischen Entscheidungsträgern gleichermaßen. Infolgedessen werden die Mangroven in Südostasien, die Sumpfgebiete in Südamerika und die Sümpfe in Zentralafrika weiterhin ungestraft trockengelegt und gestaut. Auf der jüngsten Klimakonferenz verpflichteten sich die Nationen, die Abholzung zu beenden und mit der Wiederaufforstung zu beginnen. Aber es gab nur wenige gleichwertige Versprechen, den Verlust von Feuchtzonen zu stoppen oder entwässerte Flächen wieder zu vernässen, obwohl Feuchtzonen äußerst wichtige natürliche Kohlenstoffspeicher sind. Nach bestimmten Maßstäben hat die Welt bereits mehr als 80% ihrer früheren Feuchtgebiete verloren, mehr als ein Drittel davon ist seit 1970 verschwunden. Das ist eine schnellere Rate als bei jedem anderen wichtigen Ökosystem. Drainagen und Dämme haben der Natur weit mehr Schaden zugefügt als Kettensägen. Wenn wir dem Schutz und der Wiederherstellung der Feuchtgebiete der Welt nicht viel mehr Aufmerksamkeit schenken, haben wir kaum eine Chance, unsere Ziele in Bezug auf das Klima oder die biologische Vielfalt zu erreichen. Hektar für Hektar speichern Küstenmangroven viermal mehr Kohlenstoff als die benachbarten Regenwälder. Allein die fortgesetzte Entwässerung von Torfgebieten ist für mehr als 5% der weltweiten Kohlenstoffemissionen verantwortlich. Ihre Bedeutung geht jedoch weit über die Kohlenstoffbindung hinaus. Der jüngste Bericht über die Auswirkungen des Klimawandels hob die Anfälligkeit von Ökosystemen wie Feuchtgebieten für hohe Temperaturen, Brände und Dürren hervor und warnte, dass ihr Verlust den Klimawandel durch die Freisetzung großer Mengen an Treibhausgasen verstärken wird. Über die entscheidende Rolle, die Feuchtgebiete beim Schutz von Menschen und Wildtieren vor dem Klimawandel spielen können, wurde jedoch viel weniger gesagt. Feuchtgebiete wirken wie Schwämme, die Dürreperioden abmildern, indem sie Wasser speichern und wieder abgeben, um den Flusslauf aufrechtzuerhalten, lange nachdem die Regenfälle aufgehört haben. Und sie schützen auch vor Überschwemmungen. Als im Juli 2021 im Nordwesten Deutschlands mehr als 200 Menschen ertranken, als die Flüsse über die Ufer traten, wurden die intensiven Regenfälle als Folge des Klimawandels dafür verantwortlich gemacht. Nur wenige bemerkten, dass die in den letzten Jahren in den flussaufwärts gelegenen Moorgebieten verlegten Drainagen deren Fähigkeit, den Regen aufzusaugen, zerstört hatten. Feuchtgebiete schützen auch vor Waldbränden. Im Herzen Südamerikas brannte im Jahr 2020 ein Viertel des Pantanals, des größten tropischen Feuchtgebiets der Welt, ab. Die meisten Brände brachen im Norden aus, in den Gebieten, in die die Landwirte eingedrungen sind. Die Wiederherstellung der verlorenen Feuchtgebiete ist von entscheidender Bedeutung, um die Kosten der Klimakatastrophen einzudämmen. Nach den Überschwemmungen im Jahr 2021 stellte die deutsche Regierung 30 Milliarden Euro für die Beseitigung der Schäden bereit. Doch wenn nicht auch die Schwämme repariert werden, wird es noch viele solcher Überschwemmungen geben. Daher ist es von entscheidender Bedeutung, dass alle überlebenden frei fließenden Flüsse der Welt vor Staudämmen, Deichen und Sandabbau geschützt werden und dass, wo immer möglich, der Flusslauf der Natur nachempfunden wird. Aber über die Ziele hinaus brauchen wir einen mentalen Reset. Die meisten von uns haben immer noch eine seltsam negative Einstellung zu Feuchtgebieten. Wir sehen sie eher als feuchtes Ödland denn als reiche Ökosysteme. Unheimliche Dschungel wurden im 20. Jahrhundert in magische Regenwälder umbenannt. Unsere Moore und Sümpfe brauchen eine ähnliche Umgestaltung im 21. Jahrhundert. Unser Klima, unsere biologische Vielfalt, die Sicherheit und der Lebensunterhalt von Hunderten von Millionen Menschen hängen von ihnen ab.
Hat euch dieses Video gefallen, abonniert diesen Kanal und aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr nichts.